Die Verbindung der Sansibar zum Ozean ist eine ganz besondere. Sie besteht schon seit geraumer Zeit und ist sowohl geistlicher als auch körperlicher Natur. Wenn die Fische das sehen, schwimmen sie in den Korb und aus dem kommen sie dann nicht wieder heraus. Auf dem legendären Sansibar-Archipel vor der Küste Ostafrikas ist das Meer allgegenwärtig. Die Menschen leben im Einklang mit dieser wunderbaren Unterwasserwelt. Aus deren Korallenmauern und Grotten tauchen nicht nur Fische auf, sondern auch gefürchtete und verehrte Geister. Das schöne Wetter ist ideal zum Fischen. Schon die ersten Bantu, die das Archipel in der Antike von der afrikanischen Küste aus besiedeln, sind Fischer. Da seine Küsten dem Indischen Ozean zugewandt sind, wird es über die Jahrtausende von vielen Kulturen erobert. Das Völkergemisch bringt die Swahili-Kultur hervor und bereichert das Wissen der Sansibarer über den Ozean. Mit Sansibar ist in der Regel die Hauptinsel des gleichnamigen Archipels gemeint, die eigentlich Unguja heißt. Im Norden ist die Insel sehr fruchtbar, im Südosten hingegen ist Ackerbau kaum möglich. Daher betrachten die Küstenbewohner das Meer als ihren Garten. Von Oktober bis März weht der Nordostwind und bringt die meisten Fische. Machen wir schnell, damit wir noch was mit der Leine fangen. Ali und Abdullah sind im Fischerdorf Jambiani aufgewachsen und von klein auf mit dem Meer vertraut. Irgendwann fühlt sich jeder darin wie ein Fisch. Das Schwimmen habe ich mir selbst beigebracht. Als ich soweit war, habe ich mich auf meine Neugier verlassen. Angefangen habe ich mit einem Gürtel aus Plastikflaschen um den Bauch. Im flachen Wasser, wo ich noch stehen konnte. Wenn ich müde war, konnte ich mich ausruhen und dann weitermachen. Die ansässigen Familien praktizieren sowohl den Animismus, den Glauben an eine beseelte Natur, als auch den Islam und erzählen den Kindern Legenden aus Arabien, Madagaskar oder den Komoren. Angst und Bewunderung gehen hier Hand in Hand. Daher wagen sich die Jüngsten auch nur zaghaft in den Ozean. Als Kinder hörten wir die Älteren sagen, dass böse Geister den Ozean bewohnen und wir Angst vor ihm haben müssen. Manche sehen Dinge am Strand, etwa ein Feuer. Man sagt dann, dass ein böser Geist vorbeigeht. Andere sehen einen riesigen Fisch im Meer treiben. Da sagt man, dass er von einem bösen Geist nach oben gezogen wurde. In den Küstengebieten ist Hexerei immer noch weit verbreitet. Er muss einen Talisman haben. So viel fängt er. Das stimmt nicht, du Witzbold. Das ist nur der Ozean. Schon im ersten Jahrhundert nach Christus kommen Perser und Araber mit den saisonalen Monsunwinden auf ihren Dhows nach Sansibar. Das sind die typischen kleinen Holzboote mit weißem Segel, die es in verschiedenen Ausführungen gibt. Ihre Herstellung ist die Spezialität der Schiffswerkstatt in Nungwi, ganz im Norden der Hauptinsel. Sie haben ihr ganzes Wissen über den Bau der verschiedenen Boote mitgebracht.
Die Engalawa, die Diahasi und die kleinen Pirogen. Pirogen wurden für den Fischfang eingesetzt. Die Diahasi waren größer. Mit ihnen wurden Waren von einem Ort zum anderen transportiert. Das wird bis heute so gemacht. Die Dhows gehören seit dem 8. Jahrhundert zum Landschaftsbild Sansibars. Zu jener Zeit lassen sich aus Shiraz kommende Perser auf der Insel nieder. Diese Arbeit wird in Familie verrichtet. Wir alle haben sie hier in der Werkstatt von unseren Eltern gelernt. Sie wird innerhalb der Familie weitergegeben. Ich habe sie von meinem Vater übernommen und nach mir machen meine Kinder weiter. Das Wissen steht nirgendwo geschrieben. In keinem Buch über Schiffsbau ist etwas darüber zu finden. Beim Erlernen ist unser Kopf das Buch. Die gesamte Arbeit wird von Hand verrichtet. Bevor ich das Boot auf Kiel lege, muss ich wissen, wie groß es sein soll. Die Maße aus meinem Kopf werden in meine Hände übertragen und am Ende habe ich ein fertiges Boot. Fischerei wird inzwischen an der gesamten Küste Sansibars betrieben. Im Westen, auf einer kleinen Halbinsel, liegt Stone Town, das sich im 11. Jahrhundert zu einem kleinen Fischerhafen entwickelt, bevor es zum ältesten Viertel der Hauptstadt wird. Der einstige Hafen ist inzwischen zur Strandpromenade Forodhani geworden. Der Hafen von Sansibar ist umgeben von einem Korallenriff und mehreren Inseln, die aus dem Riff entstanden sind. So ist dieser gesamte vom Riff geschützte Bereich auf ganz natürliche Weise entstanden. Auch deshalb war dieser Teil der Stadt einst das Zentrum des Fischfangs. Als die Shirazi im 16. Jahrhundert Sansibar an die Portugiesen verlieren, entwickelt sich der kleine Fischerhafen zur Handelsdrehscheibe des Indischen Ozeans. Von da an passieren Sklaven, Stoffe, Gold und Elfenbein Sansibar. Der Fischfang sichert den Ärmsten der Bevölkerung auch weiterhin ihre Lebensgrundlage. Für den hier sehr beliebten Tintenfisch hat es schon immer eine Fangsaison gegeben. Die Küstenbewohner wissen, dass sich die Tintenfische ohne Fangpausen nicht vermehren können. Deshalb gab es in allen Fischerdörfern zu einer bestimmten Jahreszeit schon immer Fangverbote. Die althergebrachte natürliche Regulierung gerät mit der Ankunft der ersten Touristen in den 1980er Jahren ins Wanken. Seitdem steigt die Nachfrage nach Fisch stetig an. Jeden Morgen spielt sich im südlich gelegenen Kisimkazi dasselbe Spektakel ab. Die nachts zuvor gefangenen Fische werden direkt am Strand versteigert. Hier in Kisimkazi herrschen andere Bedingungen. Da es da draußen kein Riff gibt, können die Fischer weiter rausfahren und kleine und große Fische fangen. Thunfisch, Makrele und Barracuda gehen an Hotels und die Anwohner nehmen die kleinen Exemplare ab. Aufgrund der steigenden Fischpreise ist es für die Sansibarer zunehmend schwierig, an Prachtstücke heranzukommen. Je mehr Touristen nach Sansibar kommen, umso mehr Fischerboote schwärmen aus, um das begehrte Nahrungsmittel zu fangen. Dieser Druck schadet dem Meereslebensraum, sodass die Regierung in den 1990er Jahren mehrere Gebiete zu Schutzzonen erklärt und auch immer neue Maßnahmen ergreift. Die small nets now
Die Regierung hat uns aufgefordert, keine engmaschigen Netze mehr zu benutzen. Manche haben sie als Treibnetze verwendet. Das hat die Korallen beschädigt. Außerdem verfangen sich auch kleine Fische darin und sterben. Mittlerweile sind bestimmte Größen für die Netze vorgeschrieben. Mit Harpunen ist es ähnlich. Speerfischen ist verboten, weil das auch die Korallen beschädigt. Der Tourismus ist für Sansibar eine zusätzliche Einnahmequelle, kann aber das Gleichgewicht seines Ökosystems ins Wanken bringen. Der Strand von Padje, einem Dorf an der Ostküste Sansibars, wird sowohl für Freizeitaktivitäten als auch für den Anbau von Seetang genutzt. Die 1989 aus den Philippinen eingeführte Anbaumethode ist nicht nur umweltschonend, sie eignet sich auch ideal für die in der Region vorherrschenden starken Gezeitenunterschiede, die den Tagesablauf der Küstenbewohner bestimmen. Im Frühling zieht sich das Wasser bei Ebbe meist so weit zurück, dass der Strand zur Wüste wird. Danach steigt es wieder und bedeckt den gesamten Strand. Während der Nipptide ist der Strand immer etwas mit Wasser bedeckt. Der Großteil der Arbeit wird im Frühjahr verrichtet, wenn das Wasser ganz weg ist. Das ist die Besonderheit dieser Küste. Die sansibarischen Frauen waten schon immer durchs Watt. Sie sind wahre Spezialistinnen der Gezeitenfischerei. Dabei sammeln sie Muscheln oder finden kleine Tintenfische und Seegurken zwischen den Felsbrocken. Mit dem Anbau von Seetang verdienen sie sich eine Kleinigkeit dazu. Die Frauen schneiden den lang gewachsenen Seetang ab und bringen ihn zum Trocknen. Außerdem befestigen sie neue Stecklinge, die dann auch wachsen. Ernte und Neupflanzung finden also gleichzeitig statt. Seit 20 Jahren gehören die Frauen von Padje Kooperativen an. Sie trocknen den Seetang und verarbeiten ihn zu Nahrungsergänzungsmitteln, Seifen und anderen Kosmetika. Zu Beginn wurde die Arbeit Männern wie Frauen angeboten, aber sie besteht nun mal darin, sich hinzukauern, den Seetang festzumachen und danach zu warten, dass er wächst. Das heißt, die Ernte findet erst 4 bis 6 Wochen später statt. Den Männern dauert das zu lang. Sie möchten jeden Tag Geld sehen. Sie sind nicht so geduldig wie Frauen. Moani ist Money. Moani bedeutet Seetang auf Swahili. Also, Seetang ist Geld. Moani, Mama, Money. Seetang, Frauen, Geld. Das ist ein Geschenk des Ozeans. In Sansibar gilt der Ozean als Kosmos, dem auch der Mensch angehört. Im Einklang mit seiner Flora und Fauna, seinen sichtbaren und unsichtbaren Kräften. Ein zerbrechliches Gleichgewicht zwischen Glaube und Überleben.